die Faszination in eine Rolle schlüpfen, die es so im normalen Leben nicht gibt, einmal komplett wer anders zu sein. Die dunkle Seite. Ja, man zeigt einer, ja, ich bin der Starke und ist jetzt die ganzen Untertanen, ist jetzt die, die bestraft werden müssen. So wie die Leute die anschauen und so wie sie dazu schreien, so bist du zu einer. Wenn sie dich schon so anschauen, so, na bitte tun wir nichts, dann eher ein bisschen ruhiger hingehen und wenn sie schon so schreien, so komm her, dann kannst du schon voll zu belaufen. Es ist auch immer lieb mit den kleinen Kindern, wenn du hingehst und dann schauen sie das so lieb an. Das ist halt das, was mich so gefreut. Das sind dann die schönen Erlebnisse. Wenn du jetzt gegen den einen was hast und der ärgert dich immer, dann kannst du ihm am Krampustag ein bisschen eine Lektion erteilen. Und das ist einfach voll lustig. Wenn man das erste Mal Maske aufhört, der junge Bub, ist ja schon was Besonderes. Das ist ja kein Kind mehr, das ist ja schon ein Krampus. Ein Bass ist bei uns eine Gruppe. Bass kommt von Zusammenbassen. Das sollte jetzt nicht irgendwelche zusammengewürfelte Geschichte sein, das sollten Freunde sein, die sich eigentlich unter ein Jahr auch treffen. Gute Freunde, die durch dick und dünn gehen, die ja noch als Krampus auch eine Gruppe, wo noch einhundert sind. Und die sind dann noch verstehen, umso leichter fällt das. Alles andere funktioniert nicht. Das ist um und auf das Wichtigste, die Freundschaft unter den Krampus.